Apple hat eine millionenschwere Niederlage vor Gericht erlitten. Und wurden in dieser Woche die Energieprobleme der Menschheit gelöst? Das und mehr jetzt in TechUp Weekly Nummer 33. Wir haben wieder die wichtigsten IT-News dieser Woche für euch zusammengestellt. Apple muss bluten. Vor einem Gericht hat jetzt Apple eine teure, na, vor allem sehr, sehr teure Niederlage einstecken müssen. Tarkus, was war da los? Ja, ein texanisches Gericht hat Apple dazu verdonnert, 626 Millionen US-Dollar an das Unternehmen. Das ist viel. Ja, an dieses Unternehmen hier, VirNetX, ich denke mal, sie werden sie ausgesprochen, zu zahlen. Das ist auf jeden Fall eine hohe Summe. VirNetX, ich habe davon noch nie was gehört. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt, aber was machen die denn genau? Nix. Die machen gar nichts. Ja. Also das ist eigentlich ein kleines Unternehmen, das irgendwo sitzt, kleines Bürogebäude. Was die machen, das ist ein Patentroll, ein klassischer Patentroll. Okay. Die halten halt viele Patente, viele Rechte an Technologien und so weiter und die verklagen halt immer wieder große Unternehmen, Technologieunternehmen auf Schadensersatz, wenn sie halt sehen, dass da irgendwelche Patente, an denen sie die Rechte halten, missbraucht worden sind. Und das wurde ja anscheinend in diesem Fall von Apple. Und um welche konkreten Pläne oder konkreten Patente geht es da? Ja, es geht um Patente, die Apple jetzt nicht in seinem aktuellen System einsetzt, sondern eher in älteren iOS-Versionen und in älteren macOS-Versionen und auch im Messenger, also okay, so verschiedene Patente zur Kommunikation und für andere Sachen. Also das, darum ging es letztendlich. Jetzt stellt sich ja auch die Frage, ist Apple so das erste Großunternehmen, das jetzt von denen sozusagen verklagt wurde, oder gibt es noch andere Technikunternehmen, die ausgenommen wurden, Anführungszeichen? Ja gut, ausgenommen wollen wir jetzt nicht, dass du auch noch vor Gericht landest und auch nochmal 626 Millionen zahlen musst. Nee, das VirNetX, die haben so ziemlich viele namhafte Unternehmen verklagt, zum Beispiel auch Microsoft. Die mussten 20 Millionen US-Dollar zahlen, weil sie wohl ein Patent, gegen ein Patent verstoßen haben bei Skype. Also da wurde es von Microsoft mal teuer. Und auch diverse andere Unternehmen mussten auch schon vor Kadi. In dieser Woche sind wir der Lösung aller Energieprobleme der Menschheit einen Schritt näher gekommen. Und das hier in Deutschland. Und zwar in der 1 Milliarden teuren Anlage Wendelstein X. Ja, da hat die Bundeskanzlerin Merkel in dieser Woche einen Knopf gedrückt und dann passierte was ganz, Fantastisches. Was, Dennis? Ja, in Wendelstein wird an sich die Kernfusion erforscht. Und im Dezember ist es bereits gelungen, Heliumplasma zu erzeugen. Und jetzt, gerade in dieser Woche, haben sie es auch geschafft, Wasserstoffplasma zu erzeugen. Klingt jetzt nicht gerade spektakulär, ist es aber, oder? Es ist sogar brutal spektakulär, weil sollte irgendwann mal die kontrollierte Kernfusion mit Wasserstoff möglich sein, dann könnte man mit einem Gramm Wasserstoff, mit einem Gramm, so viel Energie erzeugen, wie mit 10 Millionen Gramm, beziehungsweise 10 Tonnen Kohle. Ja, vor allen Dingen Kohle ist ja endlich dreckig, also es gibt nicht so viel. Alternative Energiemethoden werden ja benötigt. Und Wasserstoff gibt es ja in Massen, oder? Also wie genau ist das jetzt gelungen in diesem Kernfusionskraftwerk? Ja, es war jetzt gerade am Mittwoch, da haben sie dann halt eben geschafft, Plasma aus Wasserstoff zu erzeugen und für eine ganze halbe Sekunde stabil zu halten, ja. Allerdings war die Energie, die dafür benötigt wurde, so hoch, dass die Energiebilanz an sich negativ ausfiel. Ja, und jetzt ist es halt eben an den Forschern, die Kernfusion effektiver zu machen. Aber das dauert noch so das ein oder andere Jährchen. Also bis das mal ganz möglich ist, aus Wasserstoff Energie zu erzeugen, das dauert noch ein bisschen. Ja gut, aber die Reise beginnt immer mit dem ersten Schritt. Na klar. Um mal was Philosophisches zu sagen. Uiuiuiui, Apple ist nicht mehr das teuerste Unternehmen der Welt. Ja, wer ist es dann? Ja, manchmal kommt es doppelt. Also erst hat Apple die große Schadensersatzklage am Hals gehabt und muss einen hohen Betrag zahlen. Und jetzt verliert es auch noch den Titel des wertvollsten Unternehmens der Welt, den es ja viele Jahre jetzt getragen hat. Und das wertvollste Unternehmen aktuell ist Alphabet. Das ist das von der Mutterkonzern von Google, der im August 2015 gegründet wurde. Ja, und die sind jetzt das wertvollste Unternehmen. Okay, und wie hoch ist der Wert jetzt? Also zu dem Stichtag, an dem wir auch unsere News geschrieben haben, die ja verlinkt ist hier in diesem Beitrag, war Alphabet mit dem aktuellen Aktienkurs 544 Milliarden US-Dollar wert und damit knapp 9 Milliarden US-Dollar wertvoller als Apple. Also die Alphabet-Aktie ist gestiegen, die Apple-Aktie ist gesunken. Und das
das hat dann gegeben, dass der Börsenwert der Unternehmen quasi die Reihenfolge verändert hat und zum ersten Mal war dann Alphabet das wertvollste Unternehmen. Und wie kam es da zu dem Anstieg? Ja, Alphabet hat seine Quartalszahlen vorgestellt und haben dann deutliches Umsatzwachstum verzeichnet. Vor allen Dingen bei der mobilen Suche von Google und auch bei YouTube. Da hatten sie auch Erfolg und deswegen, und das hat so für einen Aufschwung gesorgt an der Börse. Ja, nicht schlecht. Ja, wir gratulieren Alphabet. Ja. Der MWC in Barcelona steht an. Am 22. Februar geht's los. Die größte Mobilfunkmesse der Welt. Dennis, ich und natürlich Christian, unser Kameramann, werden natürlich für euch vor Ort sein. Und einen Tag vor Beginn des MWCs passiert eigentlich etwas Wahnsinniges. Und zwar was? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wahnsinnig ist, aber es ist ja eigentlich in der Regel oft so, dass die eben einen Tag vor der Messe die großen Hersteller ihre Smartphones oder ihre Neuheiten vorstellen. Und so ist es auch in diesem Fall. Huawei und LG sogar zeitgleich, blöderweise, und am Abend noch Samsung. Ja, aber war es letztes Jahr auch so, dass so viele Hersteller am gleichen Tag, war das LG nicht einen Tag später oder zwei Tage? Also ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau. Aber dass drei wichtige Hersteller am selben Tag ihre Top-Smartphones vorstellen, das ist natürlich schon ein bewegender Tag auch für uns dann. Da müssen wir uns sputen. Viel hin und her rennen und aufteilen und ja. Im Falle von Samsung ist klar, es wird das Galaxy S7 vorgestellt, das Galaxy S7 Edge und Samsung Galaxy S7. LG stellt das LG G5 vor. Was erwartest du bei Huawei? Oder wie spricht man es aus nochmal? Huawei. Huawei. Und LG, nicht LG. Ja, sorry. Ja, bei Huawei wahrscheinlich das P9, also der Nachfolger vom P8, ein gutes Oberklasse-Smartphone, wahrscheinlich relativ preiswert, ne, wenn man es so sagen kann. Und ich bin auf jeden Fall gespannt auf die neuen High-End-Smartphones. Ja, bei G5, das klingt ja auch schon mal spannend, was zu hören ist. Es könnte über die Iris-Scanner verfügen zur biometrischen Authentifizierung des Nutzers. Das hat er beim Samsung auch gesagt. Wird ja auch spekuliert, genau. Ein Metallgehäuse soll das neue LG G5 haben. Ich bin auch gespannt, was uns da erwartet. Wir sind, wie gesagt, für euch an dem Sonntag vor Ort und werden euch zeitnah mit allen Infos versorgen. Das waren die wichtigsten IT-Themen der Woche. Kommen wir zu den Quick News. Die ausführlichen Infos wie immer unten in der Videobeschreibung. Takis, leg los. Amazon will US-Medienberichten zufolge 300 bis 400 Ladengeschäfte eröffnen, in denen Bücher verkauft werden sollen. Ein erstes Ladengeschäft hat Amazon bereits in Seattle eröffnet. Weitere sollen nun jetzt folgen. Weil die Kühlung von riesigen Datenbank- und Rechenzentren viel Geld kostet, plant Microsoft jetzt ein großes Rechenzentrum auf dem Meeresboden. Der Internetpionier Yahoo hat die Entlassung von 15% seiner Belegschaft angekündigt. Davon wären also ungefähr 1700 Mitarbeiter betroffen. Außerdem heißt es, dass sich das Yahoo von vielen Unternehmensteilen vielleicht trennen könnte. WhatsApp feiert einen neuen Rekord. 1 Milliarde Nutzer. Noch ein paar Eckdaten zu WhatsApp. 42 Milliarden Nachrichten, 1,6 Milliarden Fotos und 260 Millionen Videos werden pro Tag verschickt. Ihr mögt Spiele? Dann habe ich ein cooles Gratisspiel für euch. EA verschenkt momentan Need for Speed Most Wanted für den PC. Wie ihr es erhaltet, erfahrt ihr in unserer verlinkten News. Microsoft kauft das Softwareunternehmen SwiftKey für 250 Millionen US-Dollar. Sie kaufen aber nicht nur die virtuelle Tastatur, die es für Android und iOS gibt, sondern auch deren Wissen über künstliche Intelligenz. Das war's auch schon wieder mit den Quick News. Kommen wir nun zum Fail der Woche. Der Fail diese Woche geht an US-Politiker und Präsidentschaftsanwärter Ted Cruz, der eigentlich ein schönes Familienfoto sozusagen haben wollte mit seiner Tochter. Ja, ist nicht ganz so gelungen, wie er es wollte. Erstellt wurde es bei einem seiner Auftritte in Iowa, da war ja diese Vorwahlen. Und ja, sie stieg aus dem Bus aus, er war aus dem Bus ausgestiegen, seine Tochter stieg aus dem Bus aus. Und da will man natürlich für die Kameraleute, für die Fotografen ein schönes Bild machen. Und ja, als seine Tochter ihm gereicht wurde, er wollte sie küssen und sie hatte irgendwie keinen Bock. Kein Bock ist cool. Sie hat dann auch diese Bewegung hier gemacht, so, ich möchte nicht. Ja, war kein besonders tolles Bild für ihn. Ne? Also die BBC hat dieses Video veröffentlicht, gab auch viel Kritik, warum missbraucht er seine Tochter für solche Auftritte? Jedes Kind ist genervt bei solchen Auftritten, warum muss das sein? Ich meine, der kann auch anders die Wahlen gewinnen. Ich meine, es ist ja gut für ihn ausgegangen in Iowa. Er lag ja vor Trump, geschadet hat es ihm nicht.
Naja, für uns auf jeden Fall ist das der Fail der Woche. Das war TechUp Weekly 33. Jeden Freitag um 14 Uhr auf YouTube und auf PCWelt.tv. Meinungen und Kritik wie immer gerne in die Kommentare. Lasst uns einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Channel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.